Manche Leute, zum Beispiel ich, würden komplett Double Force, ja, oder Triple Force in diesem Falle werden. Ja. Aber manche Leute können sich echt ganz gut behaupten, auch geht's, wenn sie straight in? Werden oder so. Straight in? Let's go, let's go. Chain Grabs? Wer ist welcher? Blau, wer ist weiß? Up Tilt, Back Air. Solid. Edge Guard und Up Tilt, Back Air. Oh, schade, konnte nicht konverten. Und Back Air, das erste Stock, Zero to Death. Wer ist das? Ist das nicht Pasi? Ich glaube, es ist Niki. Könnte Niki sein. Ich glaube, Pasi spielt. Ah, jetzt ist Pasi dran, Der Jab Reset Short of Up Tilt eben. Wow. Let's fucking go. Shine. Hat ihn recovered. Flutter Hush Recovery, okay. Let's fucking go. We about that. Also weiß, okay. Okay. Also fühlt gerade Niki. Ja, heftig. Exakt. Also er ist ohne, aber Pasi holt den Stock. Super Up, ja. Danke. Jetzt hat bitte. Ah, okay. Okay, viel Ledge Play. Sehr und gut, da ist der nächste Back Air und Niki führt einen Stock. Okay. Ich meine, das eben war wahrscheinlich. Shine. Oh, und Alter. Okay, zwei Stock Leader gegen Pasi. Stock von Niki gegen Pasi. Ah, ich würde noch nichts. Noch ist nichts vorüber. Ich meine, Niki ist immer noch. Pasi ist immer im Match. Gute Back Air, dankeschön. Dieses Event ist sponsored bei Red. Oh, bei den Armada Shine. Bei Fitzcola. Pasi ist gut, aber Pasi ist nicht Armada. Schade. Ja, er kann das eigentlich normalerweise. Ja, klar, jeder kann das. Er ist erst immer ein bisschen von gestern wahrscheinlich verkartet. Ja, kann gut sein. Weißt du, letztes Turnier, als ich mal Zivo gegen Pasi gesehen habe, da hat Zivo Winners gewonnen und Pasi durch Losers hat ihn dann Vorstock im Final. Ich war nicht dabei, aber ich habe dann irgendwie in der Gruppe davon gelesen. Ja, das ist so, dass Pasi, weißt du, jetzt ist er noch ein Sleeper. Jetzt sieht es aus, als würde er von Niki gefickt werden. Ein bisschen, ne? Ja. Aber. Er kann doch auf jeden Fall wiederkommen. Mann. Es ist die allgemein. Jeder Kommentator sagt es immer wieder, aber. In Foxy-Dos kann alles passieren. Ja, es ist halt. Es gibt kein Lied im Fox. Und das ist Game One für Niki. Okay, ich nehme jetzt zurück, was Pasi gesagt. John fummelt am Fernseher rum. Okay. Hat er vielleicht lauter gemacht? Kann gut sein. Vielleicht will er das Spiel hören. Ja. 1-0 für Niki. Unerwartet. Ich meine, ich weiß nicht, wie gut Chain Grab Destination. Ja. Und die Changers haben eben gut ausgesehen bei Niki. Ja. Aber bei Pasi wahrscheinlich genauso. Pasi wird sie perfekt landen, denke ich mal. Wenn er erstmal einen bekommt. Ja. Also sie suchen, fischen nach dem Grab hier. Oh, und da hat Niki den ersten Grab. Chain das Grab. Ist das Opening, was er braucht. Mal sehen, wie weit. 55, 65. Immer das Up-Tilt. F-Smash. Aber gut die Eye von Catch die schlechte DI. Pasi. Okay. Die schlechte DI war am Up-Tilt. Deswegen konnte er einen F-Smash rausholen. Back Air und das ist der erste Stock. Pasi wischt seine Hände ab. Er scheint ein wenig nervös zu sein. Down Air, Shine. Das war eine gute Full-Up-Nair von Niki. Hat das Movement von ihm geredet. Jetzt sind seine Chain-Grabs. Back Air, Back Air. Vermisst nicht die zweite Back Air. Aber hat hier eine Back Air dafür bekommen. Sehr gut. Ledge Dash. Quer über FD hat Tournament Winner bekommen, aber Tournament Winner passiert jedem von uns. Wurde gebackert. Wir sind alle nur Menschen. Jetzt hört man bestimmt, wie ich trinke die ganze Zeit hier. Hm? Das ist bestimmt voll eklig im Mikrofon an. Scheiße. Er misst den Chain Grab. Mhm. Ungewöhnlich für Pasi. Ich bin so ein erfahrener Spieler. Ist so gelasert. Viel Laser. Back Air. Oh, misst Back Air nicht. Was ist da passiert? Nein, war zu schnell. Down Air. Shine. Shine. Guter Track. Back Air. Noch eine Back Air. High Recovery. New Grab. Down. Guter Tag, Jace. Nice. Ah, schade. Jab? Was war das? Okay. Der Jab war da nicht gut. Definitiv. Der Jab war bestimmt nicht geplant. Up Smash. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Niki, Alter. Let's motherfucking go. Motherfucking? Motherfucking. Motherfucking go. Okay. Pasi Dash Dance viel. Muss den Edge Cup bekommen. Ich hab. Und ist erfolgreich. Ja, das war ganz simpel. Selbst ein paar. Das war der Side B gebaitet und dann Up Smash. Sehr schön. Textbook Stuff. Ja. Flutterhush Opening. Shine. Aber die scheint sehr viel. Viele Shine-Approaches. Gefällt mir es sehr ist gut. Halt, aber da jetzt Shine, Pasi und... Ganz simpel. Das war's easy. Ja. Und das ist, denke ich mal, das typische Fox-Ditto, oder? Das war nicht knapp. Und noch ein Shine. Noch ein Shine. Ganz simpel. Er hat sogar noch getaggt. Ja. Top-Kick. Aber schade. Aber das Match sah ziemlich gut für Niki aus, bis er da halt am Ende... Ja, bis Pasi ein bisschen vielleicht reingefunden hat. Bisschen gedash-dance, bisschen... Dominanter gespielt, ja, aber Runback auf FD? Okay. Runback? Oh, das will ich ehrlich gesagt nicht sehen. Ja. Ich will keine Salty Runbacks. Das ist, ich denke, es ist kein Salty. Er war ja ganz gut eigentlich. Ja, aber. Die Chain-Games liefen bei ihm ja besser als bei Pasi. Mhm. Aber dafür sitzen die Edge-Guards bei Pasi. Ja, das stimmt. Das macht Niki hat man ehrlich gesagt noch nicht viel. Er hat den Spot durch abgewartet, ganz simpel. Up-Tilt.
Back Air, noch eine Back Air. Er misst die zweite Back Air, aber Back Air Recover, okay. Ja. Creative. Hat er eben Game One auch schon mal gemacht. Nicht für, oh, schade. Game aus dem Schein mit der Back Air Catch, ganz simpel. Ich sag ziemlich oft ganz simpel, aber Fox, das können ganz simpel sein. Ja. Es können halt auch zu Hex Moneys kommen, aber... Es können auch Drill Grabs kommen in Chain Grab, Up Tilt, Re-Grab, Up Tilt, Back Air. Back Air. Gute Weak. Zweite Back Air hat Ich hab das Gefühl, die Back Air sollte da sein, kam aber irgendwie nicht raus. Schade. Und jetzt Chain Grabs von Parsi, Side B Recovery. Das war so gut reacted von Parsi, einfach zu shielden. Auf die Wall Jump Recoveries. Recovery, ja, die Wall Jump Recoveries sitzt. Aber Parsi reagiert halt dauernd. Das kann man nicht viel machen. Zu erfahren. Ja. Oh, Schrein. Den Jump gelesen. Der Recovery. Gelesen. Wie ich es erzählt habe, Parsi, er kann shaky aussehen, aber wenn er reinfindet, dann. Ah, da ist die Dash Attack into Up Smash und er holt auch den ersten Stock. Und vielleicht ist Niki noch drin. Ist die Dash Attack into Up Smash nicht sogar der Hans? Shoutouts an Hans. Der Hans wusste ich nicht. Kann gut angehen, weil Hans ist ja auch Fox Dodo FD Master. Ja. Shoutouts an Hans. Obwohl er Peach Main. Shoutouts an Hans. Besuch uns mal wieder. Ja. Next Boss. Egal. Chain Grabs und... Chain von Niki droppt den dann. Dann der Wake Up Shine. Auf den so muss man reagieren. Ah, jetzt hat er mal die Zeit wie gebaitet und Up-Tilt. Up-Air. Nice. No sehr gut. Er hat die zwei... Es ist even. Es ist even. Wie gesagt, der ist nur Lead im Fox-Titel, Alter. Es kann sehr immer guter alles passieren. Guter Shine. Ja. Oh, aber das war so gut, er gleitet Parsi an die Ledge. Ledge zu gehen. Up-Tilt? Er hat den Chain-Grab. Sehr gute DI. Hat den Jump-Cancel nicht bekommen. Oh, gut über das Side-B-Jump. Wieder Chain-Grabs. Guck mal, ich hätte schon so oft geschwappend. Hätte, ja. Ja. Aber Klatsch Game 2. Ja. Immer noch 1-1, aber Game 3 meine ich. Guter Grab. Ah. Das war keine gute Nerv von Parsi. Das war ein Bait. Ich glaube, das war ein Bait. Das war 69-Bait. Ah, jetzt hat er 72. Ja, Laser. Flutterhush Regrab, das wäre Hype gewesen. Das sollte es gewesen sein. Oh, da wollte er stylen. Er hätte auch einmal eine Upsmash chargen können. Parsi, führst nicht. Gute Down. Down Smash. Okay, One Stock ist sehr even. Niki spielt sehr ruhig in Fox. Ja. Sehr ruhig. Ja. Textbook. Ich habe das Gefühl, beide spielen aktuell. Und die Chain Grabs, Up-Tilt. Er bekommt es nicht. Er bekommt den Turnaround Up-Tilt machen müssen. Ist das das Safe, dass man da rauschappt? Ja, ja, ab 60%. Echt? Okay. Zu wissen. Jabs? Jabs. Es kommen sehr näher. Viele Shines, die... er misst den Up-Air. Aber Side B auf die Stage, das ist... schade. Da hätte er rausjumpen können, schade. Oder Shine. Shine wäre der Shine können, ja. 69, man Boys. Man hat auch gesehen, wenn man genau hingeguckt hat, dass Jump-Animation schon gestartet hat. Weil er kam halt nicht schnell genug weg, um dem Up-Smash zu entkommen. Deswegen wäre der Shine da besser gewesen bei dem Prozenten. Okay, Battlefield. Ja, let's fucking go. Downer Approach und kein Grab, kein Shine. Das Ding ist, das FD-Match sah wieder gut ein bisschen aus. Mal gucken, warum. Ja. Was er jetzt an Battlefield sieht, dass er besser machen könnte. Es gibt auf jeden Fall mehr Möglichkeiten für Recovery, sodass der Parsi diese Option wenigstens nehmen könnte. Weil Parsi war der Einzige, der die Edgecards bekommen hat. Jab! Oh, das muss er kommen. Sehr guter F-Smash. Nice. Back Air, aber er hat seinen Jump wieder, oder? Nee. Okay. Und nicht mal von einem Laser getroffen worden. Let's fucking go. Niki hat hier die Lead, aber Parsi mit den Creative Combos, Flutterhush, Boys. Sehr schöner Up-Tilt. Misst die Tech Chase und haut sofort den Up-Tilt raus, um Possible Approach zu covern. Parsi ist all over Niki gerade. Naja, ist ja wieso. Gute Recovery. Nice. Back-Throw. Kein Back-Throw Shine, aber Back Air. Gute Dash, einfach runter. Dash Attack und Shine. Two-Stock Lead against Parsi. Einfach runter Shine drücken. Runter B. Runter, nochmal runter. Unten B, besser Move. Ganz simpel. Lieber unten B. Und, was ein Attack! Der Hamburg! Der Hamburg! Und er ist nicht mal ein Hamburger, Alter! Der Hamburg gegen den Hamburger. Guter Ab, okay. Ja, bitte an die Pizza denken. Ich glaube, da in der Situation hätte man nicht mal SDI, sondern auch einfach ASDI benutzen können, aber hat er nicht. Was ist ASDI? Wenn man den einfach nur C-Stick, also. Ja. Ah, ich weiß nicht, ich bin kein Pro. Ja, hallo, klar, Kappa. Hanna, gleich Project M, Boys. Ich habe das Gefühl, Niki muss sich... Das war schöner Up-Tilt und einfach ein DI auf den Up-Tilt. Halt Anti-Kombo, aber war da halt... Sehen wir ein Game 5 zwischen den beiden? Mann. Ein Game 5 zwischen den beiden, das hätte ich nicht predicted. Ich auch nicht. Ich hätte gedacht, es wäre jetzt schon vorüber. Ich habe das Gefühl, Niki muss sich ein bisschen an die Wake-Up-Shines von Parsi anpassen, adapten. Weil davon kriegt er muss dabben? Parsi ziemlich viel raus. Ja, Gott, war das schlecht. Er muss dabben oder On-Spot-Wave-Dash oder so. Oder einfach warten.
Er muss halt was gegen Mist Wake Up Putz. Jetzt haut Pasi die Pressure hier raus. Oh, die Rolle. Die Rolle hat das komplette Momentum von Pasi genommen. Und mehr. Flatterhash. Oh, okay. Aber der Trade covered. Rettet Pasi. Er hätte Dash hängen können. Ich glaube, er hätte ihn noch bekommen. Sehr weirde Side B. Aber gut gemacht. Sehr weirde Sequence gerade. Ja. Aber was eine Pressure von Pasi. Dash Dance näher, Dash Dance einfach, näher, Dash Dance näher. Eben, einfach näher, Dash Dance näher, Dash Dance. Das war ziemlich gut gemacht. Er findet ein bisschen heraus, wie er Nikki pressuren kann, aber ja. Er ist noch deutlich in der Lead. Es ist halt keine Pressure im Sinne er von Sheer Pressure. Es ist Pressure im Sinne von, ich habe näher dich unter Kontrolle. Oh, der ist Nikki Choke. Was? Oh, was? Let's go. Alter. Okay, Game 5. What up? Let's fucking go, boy. Ist er auch aus Hannover? Die Hannover Boys sind ja am Hype. Die Hannover Boys sind am Upleveln, auf jeden Fall. Let's fucking go, Alter. Hätte ich niemals erwartet. Shoutouts an Hans im Chat. Nigi ist sick und Foxidus. Ja, das sehen wir. Denn er ist Game 5 gegen Pasi. Diese Spieler sind gut. Ja, diese Spieler sind gut. Diese Spieler sind auf jeden Fall gut. Ich hätte niemals erwartet, dass das auf ein Game 5 also geht. Also niemals. Okay, egal was passiert, Nigi hat mega gut gespielt. Auch wenn Pasi das jetzt Forstock gewinnen sollte. Wäre eine Möglichkeit. Pasi hat das erste Opening bekommen. Er dasht dann wieder viel. Fährt die Nairplane. Mhm. Jetzt gerade pures Nigi auch ein bisschen an sich zu bewegen. Keiner hat den Vorteil. Kurze Hits mit Runaways. Okay. Mhm. Hat nichts bekommen. Sehr guter Dash Dance. Okay, die Back Air und. Es gab bisher noch keine große Combo, immer nur kleine Hits und dann Back into Neutral. Okay. Oh, kriegt er den Edge Guard? Nein. Er hängt sich einfach in die Ledge und das reicht leider nicht. Das reicht echt nicht. Nikki muss mehr aus den Edge Guards rausholen. Noch keinen einzigen Grab und schon eine Minute rum und beide haben noch einen Stop. Da ist der Grab, Back Air und Back das müsste es sein. Ja. Pasis Edge Guards sahen sehr gut aus. Und es ist Pal leider, deswegen kommt er nicht auf die Stage. Der Pal hält. Mhm. Grab into forward. Okay, forward grab. No. Sehr schöne crisp Ledge Dash. Oh, ich hätte Backthrow. Das hätte ein Backthrow sein müssen. Ja, Backthrow wäre ganz nett gewesen. Näher. Oh, sehr gut. Näher. Kann er den Edge Guard endlich holen? Nein, er kriegt's nicht hin, aber näher. Aber eben. Und das müsste es sein, oder? Nein, er kriegt's nicht hin. Wo war die Back Air? Was sind das für Edge Guards? Ist das S-Feld? No näher. Seine Näher ist, er wartet einfach auf die Tournament Winners und haut einen Näher raus. Ist auch Back Air einfach. Okay. Rolle reicht auch. Es ist Pal, wie gesagt. Der Pal Hate. Ja, Pal Hate. Ich wollte irgendwas sagen. Genau, eben die Nair, die Nikki so ein riesiges Opening gegeben hat. Keine gute DI. Da hat er endlich mal das Combo, das Get-Up abgewartet. Und jetzt. Gute DI von Steve, von der Plattform runter zu. Steve, sag ich schon, von Pasi. Ja. Um von der Ledge zu fallen, der Plattform. Gute Back Air. Was ein Even Game. Guter Tag. Oh, fast der SD. Aber das müsste es sein, Back Air. Und die DI auf die Back Air. Es war eine Menge DI, so. Es war gute DI, aber es hat nicht gereicht. Es war gute DI. Oh, Pasi kriegt direkt den Grab. Oh, Pasi, Pasi will jetzt zeigen, wer, was Fox du heißt. Flatterhash. Und das war's. Oh, ja, so das sieht jetzt sehr, sehr eng für Nikki aus. Es vielleicht für Nikki aus. Oder noch das Comeback, aber er müsste jetzt auch ein bisschen eingeschüchtert sein nach dieser Combo. Und er ist hier im fremdlichen Territorium. Pasi hat seine Leute hinter sich. Da hat er wieder den Get-Up von Pasi nicht abgewartet. Muss er anfangen zu machen. Jetzt drift er hat Pasi das sehr viel. Gemacht, aber nicht oft genug. Up-Tilt. Shine. Er stalled, das ist clever von ihm gewesen. Ja, aber das, ja, das war's. Ja. Good Games und Shoutouts an Nikki. Mega Game 5 gegen Pasi. Nikki. Seine Leute sind sehr stolz auf ihn und applaudieren. Hannover ist stolz. Pasi sieht ein bisschen angefressen aus dadurch, dass es Game 5 ging.